Grüß dich, Enrico. Ich bin halt auf einer kleinen Tour unterwegs, rund um den Plansee und habe hier gerade so eine schöne kleine Hütte gefunden und habe mir gedacht, das ist doch die richtige Möglichkeit, die VA für dich zu drehen. Du hattest hier aufgerufen zu einer 800 plus Giveaway Challenge und als ich losgegangen bin, hattest du glaube ich 805 Abonnenten. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich finde das Wahnsinn. Ich habe, glaube vorgestern dein erstes Video und deine Vorstellung mir angeschaut. Und ja, was du in der kurzen Zeit geschafft hast, Respekt, super, weiter so. Ich habe deinen Kanal auf jeden Fall schon länger abonniert und fange jetzt an, nach und nach mal alle deine Videos durchzuschauen, weil das ist schon eine ganze Menge, was da in der kurzen Zeit zusammengekommen ist. Du hattest ja aufgerufen dazu, diese typische Abo-Challenge zu machen, sondern wir sollten hier einfach mal sagen, was uns an deinem Kanal gefällt, was uns nicht so gut gefällt und was du besser machen könntest. Zunächst einmal gefallen mir deine Touren super. Also am liebsten schaue ich wirklich deine Touren-Videos, insbesondere wenn du mit Heli unterwegs bist. Da sieht man immer, ihr habt richtig Gaudi. Und auch wenn ihr am Kochen seid und eure Overnighter, einfach klasse und schaue ich immer wieder gern an. Nicht so gern schaue ich im Übrigen Reviews. Das liegt aber nicht unbedingt an deinem Kanal, sondern es liegt daran, dass viele Produkte auf 10 Millionen YouTube-Kanälen 20 Millionen Mal vorgestellt werden. Und daher schaue ich die nicht so gern. Aber wie gesagt, an deinem Kanal liegt es jetzt nicht, sondern eher daran, dass es derzeit viel zu viele Reviews gibt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich habe schon das ein oder andere bei dir gefunden, den ein oder anderen Tipp oder Hinweis, den ich noch nirgendwo gesehen habe. Zum Beispiel der IKEA-Akkulader. Das Video fand ich ganz interessant. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, deine Tourenvideos, insbesondere da, wenn gekocht wird draußen, gefallen mir wesentlich besser wie Reviews. Ja, was kannst du besser machen? Besser machen natürlich noch mehr Touren, noch mehr Kochvideos. Insbesondere Overnighter finde ich immer ganz gut. Und vielleicht gibt es da ja in Zukunft ein bisschen was Neues, neue spannende Tour. Auch wenn du mit Hund unterwegs bist, finde ich das auch ganz besonders spannend immer. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Kann natürlich sein, dass viele das ganz anders sehen. Was du definitiv schnell und einfach besser machen könntest, wäre, deine Videos etwas besser in Playlisten zu organisieren. Weil du hast zwar deine VAs und deine Giveaway-Challenge schöne Playlisten, aber wäre cool, wenn du das vielleicht nach Tourenvideos etc. sortieren könntest. Das würde insbesondere, wenn man neu auf deinen Kanal kommt, einigen Zuschauern bestimmt helfen, erstmal die Videos zu finden, die sie insbesondere interessieren. Und von daher ist das vielleicht ein kleiner Tipp, was du vielleicht besser machen könntest für die Zukunft und was sie auch einfach umsetzen lässt. Wir hatten ja schon über Facebook kürzlich Kontakt und ich hoffe, wir lernen uns in der nächsten Zeit mal persönlich kennen. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit deinen Videos. Ich werde definitiv dranbleiben. Ich hoffe, meine VA gefällt dir. Und weil ich nicht einfach nur so dumm im Wald rumsitzen wollte, um dir eine VA zu drehen, habe ich mir gedacht, was kann man da jetzt noch ein bisschen besonders machen? Und wir hatten ja kürzlich auf deinem Kanal in den Kommentaren diese kurze Diskussion zum Thema Winter, Schnee und Allrad. Und ich habe mir gedacht, im Anschluss an diese VA packe ich dir ein paar Szenen rein von unserem letzten Roadtrip nach Finnland. Wir waren oben in Lappland Anfang des Jahres und wie sich unser Auto da so durch den Schnee gewühlt hat und was es da so zu sehen gab, packe ich dir quasi, oh jetzt wird's stürmisch, packe ich dir mal hinten an das Video dran. Ich hoffe, es gefällt dir, wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns. Bye, bye.